Hallo meine lieben Märchenfreunde, der 11. Mai, heute führt uns die Märchenreise mal wieder nach Deutschland. Und zuvor wie immer ein Schluck Märchenerzähltee und dann geht es gleich los. Mit der schönen Königstochter im Garten zum 11. Mai. Eine arme Frau hatte drei Söhne und keinen Mann. Und auch nichts zu essen. Und das tat ihr so weh, dass sie meinte, das Herz im Leibe müsste ihr zerspringen, vor lauter Jammer und Not. Und sie setzte sich hin und weinte bittere Tränen. Als die drei Söhne das sahen, tat es ihnen leid. Und der Älteste sprach zu seiner Mutter: »Mör, gib mir mein Köck, lapp mir mein Bröck, ich soll und reisen gehen.« Da gab ihm die Mutter einen Kuchen und flickte ihm seine Hose und er ging weg und kam in einen großen Wald. Und darin ging er immer weiter und weiter, bis es stockdunkel geworden war. Da kletterte er auf einen hohen Baum und sah, wie von fern ein ganz kleines Lichtlein schimmerte. Auf das Lichtlein ging er zu und er wanderte die ganze Nacht. Und als es Morgen geworden war, da stand er vor einem wunderschönen Schlosse, das glänzte, als wenn es von lauter Diamanten gewesen wäre. Weil das Tor nun offen stand, ging er hinein und kam in einen Garten. Aber der war so schön, oh, so schön, wie noch kein Mensch in der Welt einen solchen gesehen hatte. Wo er nur hinschaute, da standen Bäume und Blumen mit Äpfeln und Birnen und goldenen Nüssen. Und er hatte so große Freude daran, dass er immer weiter fortging, bis er an das Ende kam. Da sah er eine Königstochter sitzen, die war von so großer Schönheit, dass er im ersten Augenblick glaubte, es wäre ein Engel aus dem Himmel. Er zog höflich sein Käpplein und sprach: »Gott grüß euch, schöne Jungfrau!« »Schönen Dank«, antwortete die Königstochter. »Aber sage mir nun auch, was dir am besten gefällt in meinem Garten.« Darauf antwortete der Älteste: »Ach, schöne Jungfrau, das sind die lieben Blümelein.« »Ei, du dummer Tölpel«, sprach die Königstochter, »weißt du nichts Schöneres? Dann marsch fort mit dir in den Keller.« Und damit nahm sie ihn beim Kragen und setzte ihn in den Keller. Als der Älteste nun nicht wiederkehrte, da sprach der Zweite zu seiner Mutter: »Mör, gib mir mein Köck, lapp mir mein Bröck, ich soll und reisen gern.« Da gab ihm die Mutter einen Kuchen und lappte ihm seine Hose. Und er zog fort, immer weiter, bis in den großen Wald und kam endlich bis an das Schloss. Da ging er rundherum in dem Garten, bis er an die Laube kam, wo die schöne Königstochter saß. »Gott grüß euch, schöne Jungfrau«, sprach er. »Schönen Dank«, antwortete die Königstochter, »aber sage mir nun auch, was dir in meinem Garten am besten gefällt.« Darauf antwortete der Zweite: »Ach, schöne Jungfrau, das sind die roten Äpfel und die gelben Birnen und die goldenen Nüsse.« »Ei, du dummer Tölpel«, sprach da die Königstochter, »weißt du nichts Besseres? Dann marsch mit dir in den Keller.« Und sie fasste ihn am Kragen und setzte ihn in den Keller. Als nun der Zweite auch nicht zurückkehrte, da beschloss der Jüngste, sein Glück zu versuchen. Und er sprach zu seiner Mutter denselben Vers wie seine Brüder. Da gab ihm die Mutter einen Kuchen und lappte seine Hose. Und er zog aus und kam gleichfalls in den Wald und an das glänzende Schloss. Er verwunderte sich über die Maßen, ob der schönen Blümelein und der lachenden Früchte, bekam auch wohl Lust, einmal davon zu kosten. Doch bezwang er sich und ging immer weiter fort, bis er von Ferne die Königstochter erblickte. »Nein«, sprach er da zu sich selbst,
Ein so schönes Mädchen habe ich doch in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und er zog sein Käpplein und trat ihr näher und grüßte sie ganz höflich. Gott grüß euch, schöne Jungfrau. Schönen Dank, entgegnete die Königstochter. Aber sage mir doch, was dir in meinem Garten am besten gefällt. Ach, das seid ihr, schöne Jungfrau, denn neben euch sieht man keine Blümelein und keine Äpfel und nichts, sprach der Jüngste schnell. Da fiel die Königstochter ihm um den Hals und sprach, du bist mein, ich bin dein und du bist mein lieber Mann. Und sie führte ihn in das Schloss und am anderen Tage wurde die schöne Königstochter seine Frau und sie lebten zufrieden und glücklich miteinander. Die beiden Brüder holten sie aus dem Keller und schickten sie dann eilends nach Haus. Und wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute. Wenn euch das Märchen gefallen hat, gebt mir ein Like, schreibt hier unten etwas in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Habt es gut, bis zum nächsten Mal und verliert nie euren Zauber.